Ja, ich bin der Wieser Thomas. Ich bin jetzt seit 4 Jahren beim Landmarkt und tue Heizung und Diesel zustellen. Von Rotstadt bis Hobby St. Martin fahre ich durch, das ist mein Gebiet da. Da tue ich die ganzen Hotels und die Häuser, die privaten, beliefern. Ich bin jetzt seit 4 Jahren da auch tätig. Vorher war ich Zimmerer und den Vorgänger, der ist Pension gegangen, den habe ich gut kennt. Und jetzt bin ich zu dem gekommen, gell? Ja, man taugt so. Man sieht da wie andere Leute nicht, man redet mit den Leuten da. Ich kriege jeden Tag meine Papiere, wo ich hinfahren muss. Und das kann man sich schon ein wenig selber einteilen. Dach kennt man alles. Oft tut man sich weit leichter, gell, man tut. Ja, die Kunden schätzen es, dass immer der gleiche Fahrer kommt, weil ich schon weiß, wo ich hin muss. Jetzt braucht nicht jeder wieder daheim sein, oft magst du es und fertig. Ich fahre gerne am Berg rauf, weil da ist die Aussicht schön. Herausforderungen im Winter, wenn es oft rutschig ist und dann Haufen Schnee. Oft ist schon mal, kann schon mal passieren, dass man wo hängen bleibt. Ja, in der Freizeit tue ich gerne Berg gehen, im Winter Turnski gehen. Und das passt ganz gut. Im Sommer ist ja ein bisschen weniger los. Ja, ich habe in Lostrang da stehen. Oft fahre ich da früher weg, kaufe jetzt einen Eurogast, ein Tanklager. Oft fahre ich mal an mit Heizöl. So viel wie ich brauche für die Kunden. Ja, so ein Privathaus, sage ich mal, zwischen 1000 und 3000 Liter im Schnitt. Und die Hotels bis zu 10.000, 15.000 Liter.